Andere können's. Fahrerinnen mit großer Routine wie Alexandra Meisnitzer. Die Österreicherin erwischte den oberen Streckenteil optimal und fuhr um 0,7 Sekunden schneller als die bis zu diesem Zeitpunkt führende deutsche Hilde Gerg. Richtung Ziel schlichen sich dann auch einige kleine Unsicherheiten ein. Aber Meisnitzer, die letztmals vor knapp 5 Jahren in der Sierra Nevada ein Rennen gewinnen konnte, ging klar in Führung. In Gefahr geriet diese nur noch, als Renate Götschl mit ähnlichen Zwischenzeiten wie Meisnitzer unterwegs war. Die Siegerin von Lake Louise hält ihre beeindruckende Form, die ja auch mit dem Erfolg in der Abfahrt von St. Moritz bestätigt worden war. 21 Hundertstel fehlten, ein dreifacher österreichischer Triumph. Hinter Meisnitzer, Götschl und Dorfmeister klassierten sich Carole Montier, Hilde Gerg und Kirsten Clark. Die schnellsten Schweizerinnen Borgi und Schild auf den Plätzen 13 und 14. Hat Alexandra Meisnitzer je an eine solche Rückkehr zum Sieg geglaubt? Durch das, dass sie des Öfteren Zweite oder Dritte war, da braucht man sich dann nicht groß die Frage stellen, sondern da ist es immer nur eine Frage der Zeit. Ich habe zwar teilweise schon ein bisschen angefangen zum Zweifeln, ob es nun mal klappt mit einem Sieg, weil immer alles zusammenpassen muss, aber ja, mein Papa hat immer gesagt zu mir, geduldig bleiben, die guten Sachen muss man da warten und da hat er anscheinend wieder mal recht gehabt. Götschl, Meisnitzer, Dorfmeister, dasselbe Podest wie beim Weltmeisterschaft Super-G in Wales 1999. Damals hieß Österreichs Frauenchef Karl Frisner.